Dieses Video wird euch präsentiert von SuperPep, dem einzigen Kaugummi gegen Reiseübelkeit und Seekrankheit. Der Retter deiner Reise, erhältlich in der Apotheke. Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen aus einer Innenkabine und zwar bei Zweierbelegung auf der AIDA Nova. So, jetzt habe ich in der Zwischenzeit eigentlich schon wieder die Kabinennummer vergessen, die ich euch eigentlich auch sagen wollte. Und zwar ist es hier 14153. So. Das ist die Kabinennummer, also die wollte ich euch nicht unterschlagen. Ja, gucken wir mal. Das ist also Innenkabine, hat natürlich immer den Vorteil, wenn man so will, wenn man wie ich da eher lichtempfindlich ist, dass es schön dunkel ist. Ja, also insofern finde ich das völlig okay. Und der zweite Vorteil ist natürlich, es ist die günstigste Kabinenkategorie. Ja, hier sind die beiden Betten. Es gibt auch noch Varianten mit Doppelstockbetten, ja, die dann rechts und links sich befinden. So, wo dann immer viele fragen, kann man denn bei den Doppelstockkabinen da die Betten unten zusammenstellen? Muss man sagen, nein, das geht leider nicht. Neben dem Bett eine Steckdose und eine USB-Steckdose. Hier jeweils Leselampen. Ja, man sieht hier diese typischen Stoffbaldachine, ne, die man eigentlich bei AIDA relativ häufig oder fast immer hat. Mittlerweile ja in einer wirklich gemäßigten Farbe, also nicht mehr so quietschbunt oder so, sondern ja, sieht etwas anders mittlerweile aus. Hier direkt gegenüber der Fernseher, also dass man da vom Bett im Grunde wunderbar drauf gucken kann. Regalfläche hat man. Hier hat man eine Mischung aus Hocker und kleinem Tisch. Ja, kann man hier abmachen. So, dann gucken wir hier mal rauf. Ja, hier habe ich jetzt einmal noch mal weitere zwei Steckdosen. Und zwei USB-Steckdosen. Ja. Und hier ist dann ein Spiegel zum Frisieren oder was auch immer. Telefon habe ich da auch noch. Dann hier zwei Flaschen Wasser, die im Premium-Tarif im Preis enthalten sind. Und da oben sind noch so kleine Tücher. Ja, der Schrank, das sollte eigentlich für zwei Personen ganz wunderbar ausreichen. Ah ja, guck mal, relativ einfache Konfiguration hier. Also erstmal relativ viel Platz zum Aufhängen. Da oben sind die beiden Rettungswesten und dann hier nochmal Fächer. Ah ja, guck mal, sogar hier in der Innenkabine, man fragt sich, was ist da drin? Da sind tatsächlich Bademäntel drin hier. Wobei, so leicht und klein dieser Beutel ist, können die nicht sehr dick sein, die Bademäntel. Aber ja, das ist in so einer Innenkabine also insgesamt auch nicht selbstverständlich, dass man da Bademäntel hat. Hier einmal der Safe. Ja. Was passt da so rein? Laptop oder so meist nicht. Aber ich sage immer, ja, das ist in erster Linie für Leute, die da jetzt Schmuck oder so vielleicht haben, der wirklich richtig teuer ist. Also ein Laptop gehört ja eigentlich noch nicht zu den Sachen, die so richtig unwahrscheinlich teuer sind. Und ja, aber das nur am Rande. So, hier am Anfang einmal der Hauptschalter, den man aktiviert, um dann Strom zu haben. Jo. Und dann gucken wir auch nochmal ins Bad. Ja, so sieht das Ganze aus. Toilette, Spiegel. In den Spiegel übrigens immer integriert ein Kosmetikspiegel, ja, also ich muss die Marke zuhalten, hier ist uns gleich Werbung, mit Vergrößerung, genau, das wollte ich sagen. So, ja, ihr merkt immer noch, ich bin immer so ein bisschen angeschlagen, Erkältung und so weiter. Ja, das war irgendwie so ein bisschen so das Problem jetzt hier auf der AIDA Nova Reise. Ja, so ganz, ganz schnell steckt man das ja nicht weg. Draußen gab es Seife am Waschbecken. Und hier gibt es eine Mischung aus Duschgel und Shampoo. Ja. Gut, das ist dann von hier auch schon gewesen. Ja, Handtücher, alles da, alles da. Und dann können wir auch schon wieder rausgehen. Ja, ihr seht, also das ist somit eigentlich so der kleinste Kabinentyp hier. Oder wenn überhaupt der kleinste Kabinentyp hier an Bord, abgesehen davon von den Einzelkabinen. Ja, das ist gewesen. Und wenn ihr mal Angebote checken wollt, dann klickt da mal rauf, könnt ihr euch das angucken. Und auch vielen Dank an den Sponsor dieses Videos, an SuperPep, dem einzigen Kaugummi gegen Seekrankheit und Reiseübelkeit. Der Retter deiner Reise, erhältlich in der Apotheke. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.